Jugend sich erlauben kann, wo man dann mit 25 aufhören muss mit ganz schnell. Aber das sind doch alles so Verletzungen, die kann man sich im jugendlichen Alter zuziehen. Ich habe mir meinen Arm gebrochen beim Fußballspielen. Siehst du, guck mal, meine Arme sind sehr dünn wie Streichhölzer. Ja. Und ich war im Tor. Ich war im Tor natürlich, weil ich völlig unfähig war, auf dem Feld irgendwie den Ball zu treffen und irgendwie strategisch Übersicht zu haben. Und dann wollte ich den Ball halten und Fabian L. Der beste Fußballspieler bei uns im Jagen damals, hat mir den Ball gegen den linken Arm geschossen und der ist daraufhin einfach durchgebrochen. Der ist wirklich durchgebrochen. Ich habe bei meiner Verletzung wahrscheinlich ein paar Gehirnzellen verloren. Das ist jetzt bei deinem Arm nicht so schlimm. Ja, geworden. Aber es kommen in deinem Leben noch so viele Situationen, wo du Gehirnzellen bei ganz anderen Gelegenheiten verlierst. Da kannst du ganz froh sein, dass es jetzt auf so einem relativ schmerzlosen Weg passiert ist. Das ja, und vor allem, das ist ja ein Indiz, wenn du in dieser Sendung anrufst, dann musst du einige Gehirnzellen verloren haben. Ja, das stimmt. Anders geht's gar nicht. Alina, schön, dass du angerufen hast. Ich grüße das NRW in der Nähe von Bielefeld. Wie ist das Wetter zurzeit bei euch mal so? Richtig mies ist es. Ja, bei uns auch. Hier bei uns in Potsdam ist auch ganz schlechtes Wetter. Das freut uns. Aber die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist immer sehr gut hier. Ja, fühl dich mal in so eine alte Decke eingewickelt. Ja, mit Worten. Mit Worten, genau. Vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss Alina, tschüss Ronja, ne? Tschüss. Ich habe ja gehofft, jetzt kommt, das war ja eigentlich mehr, die haben uns jetzt so ein Missgeschick erzählt, das war jetzt kein Geheimnis. Ja. Ein Geheimnis wäre gewesen, wenn die damals durch den Wald gelaufen wären und hätten einen Igel gefunden und hätten den mit einem stumpfen Messer gefoltert, als Beispielnummer oder so. Und zwar über Wochen hinweg, dass sie so eine Kuhle gebuddelt hätten und da hätten sie den Igel reingetan und immer nach der Schule wären sie da hingekommen und hätten den mit CS-Gas besprüht und so. Das wäre zum Beispiel ein gemeines Geheimnis. Oder wenn sie da so McDonald's einen Milchshake kaufen und den dann da reinkippen. Jeden Tag eine andere Substanz, so Testversuche gemacht hätten mit einem kleinen Lebewesen, das in einem Wald wohnt, einem freundlichen Besucher, also einem freundlichen Bewohner des Waldes. Oder wenn sie ein Meerschweinchen ausgesetzt hätten und versucht hätten, von einer toten Taube die Flügel abzunehmen und an das Meerschweinchen ranzukleben und das zum Fliegen zu bringen mit einem kleinen Motor, den sie bei Elektro Konrad gekauft haben oder etwas Ähnlichem. Oder die Beine amputiert hätten und da so einen kleinen Roller untergesetzt hätten zum Beispiel. So ein Motor mit so einem kleinen Roller, den man so aufzieht. Also so ein lebendes Meerschweinchen zum Aufziehen. Also das lebt, aber unten sind die Beine ab und da ist so eine Bodenplatte. Und dann kann man den so aufziehen. Ist ja ganz kurz mal eben nur eine technische Frage. Ist das Meerschweinchen dann drauf gelötet oder ist das geklebt? Geschraubt. Rangespackst. Also mit so Holzdübeln. Roland, I feel you. Get well soon. Gleich mehr Geheimnisse bei Radio 1. Oder mit so einer rostigen Kettenschere. Nur für Eingewachsene. Nur für eingewachsene Fußnägel.